Dich ist jetzt bei uns Christina Bach. Sie erzählt uns, warum sie privat ein Chaosmensch ist und warum sie lieber über ihre alte Liebe singt als über die neue. Nebenbei hat sie übrigens Ärger mit einem Schimmelhaus. Also es ist viel los bei der Chaos Queen Christina Bach. Und im Tagebuch einer Chaos Queen. Tagebuch einer Chaos Queen. Christina Bach verarbeitet auf ihrem neuen Album ihr eigenes Leben. Denn auch da verläuft nicht immer alles nach Plan. Im Beruf als Musikproduzentin und Labelchefin bin ich total durchorganisiert, diszipliniert, aber privat der zerstreute Professor halt eine Chaos-Queen. Ich verwechsel links mit rechts, ich betanke Dieselautos mit Benzin und habe auch schon mal mein Haarspray als Deo-Spray benutzt. Heieiei. Da ist die Schlagersängerin froh, dass sie einen Mann an ihrer Seite hat, der den Ruhepol zu ihrer Unordnung schafft. Ihr Lebensgefährte, der Schweizer Peter Lichtsteiner. Er begleitet sie, wohin er kann, so auch heute zum Fotoshooting bei Promi-Fotografin Nicole Urbschat. Als Tourismusmanager weiß der 43-Jährige, wie man für Ordnung sorgt. In erster Linie mal versuche ich ihr den Rücken frei zu halten, wenn es geht. Ich mache sehr viel ihre Reiseplanung, versuche, dass sie auch im richtigen Ort ankommt oder aussteigt oder einsteigt in das richtige Flugzeug und solche Sachen, was ja manchmal bei ihr nicht selbstverständlich ist. Seit 5 Jahren sind die beiden ein Paar, wie es unterschiedlicher wohl nicht sein kann. Doch sie scheinen sich hervorragend zu ergänzen. Gegensätze ziehen sich eben an. Ansonsten ist er das absolute Sportass, da macht er mir überall was vor, dafür kann ich besser singen. Er trifft nicht einen Ton, wirklich nicht mal mehr annähernd, so sie hat noch nicht gehört. Vergangenheit ist ihre Ehe, die immerhin 13 Jahre bestand und die sie auf dem Album ebenfalls thematisiert. Keine böse Abrechnung mit dem Ex, eher ein nachdenklicher Rückblick auf Verflossenes. Eigentlich ist dieser Text eine Harmonieerklärung zwischen dem Ex-Partner, dem man ja immer mal wieder begegnet. Weil ich habe einige Lebensabschnittspartner, so wie andere auch. Und die Welt ist klein. Und wenn man sich mal wieder begegnet, denke ich, sollte man lockerer miteinander umgehen. Christina Bach steht zu ihrer Vergangenheit. Ihrem neuen Partner Peter Lichtsteiner bereitet das keine Schwierigkeiten. Überhaupt kein Problem. Ich finde eben, wie sie selber gesagt hat, das ist irgendwo begleitet das einem auf dem Leben. Es ist ein Stück Lebensabschnitt und das gehört einfach dazu. Und das ist, auch wenn es ein Stück Vergangenheit ist, man orientiert sich ja immer in die Zukunft und das ist auch absolut autobiografisch. Die beiden Gegenpole harmonisieren hervorragend. Sorgen kennen sie nicht. Wäre da nicht das neue Haus, das Christina Bach vor kurzem in Rheinland-Pfalz erstanden hat? 1 Million Euro hat die Villa gekostet und nun können Christina und Peter hier nicht leben, weil das Gebäude vom Schimmelpilz befallen ist. Unbewohnbar ist es, wie ein Gutachten festgestellt hat. Offenbar ein versteckter Mangel, dessen wegen Christina Bach nun vor Gericht zieht. Sein Hab und Gut zu verlieren, also alles, was ich in dieses Haus reingesteckt habe, das ist nicht witzig und ich hoffe auf Gerechtigkeit. Denn durch Baumängel, die einfach da waren, weil es quick and dirty zusammengeschustert wurde, konnte Feuchtigkeit eindringen, was den Schimmelpilz zur Folge hatte. Doch ihrer Kreativität tun die Probleme keinen Abbruch. Neues Album, neue Single, Christina Bach konzentriert sich auf das, was sie am liebsten macht, singen. Wer König ist, der kann was erleben. Juan Carlos beim Naseküssen auf